heute bin ich in der Nähe von Hannover unterwegs und besuche den Windpark Dahle, südwestlich von Hannover, in der Nähe von Bad Münder am Deister. Ja, absolutes Highlight hier. Hier entstehen die ersten Nordex N163 in einem Windpark nach dem Prototyp in Janneby. Der Prototyp wurde letztes Jahr in Janneby in Schleswig-Holstein errichtet. Und das hier sind meines Wissens nach die ersten N163 in einem Windpark. Richtig geil. Ja, zwei Stück, 164 Meter Nabenhöhe. Richtig geil. Ja, die erste ist schon fertig. Schaut euch das Monster an. Wahnsinn. Ich habe jetzt schon einige N149 gesehen. Gibt schon ein paar Videos auf meinem Kanal. Aber die N163 ist nochmal eine Schippe drauf, was den Rotor angeht. Richtig krass. Schaut euch diese langen Latschen an. Wahnsinn. Ho, krass. Ja, die Anlage haben sie wohl erst diese Woche fertiggestellt. Landwind ist der Projektierer. Auf deren Facebook-Seite hatte ich ein paar Bilder gesehen, dass sie die Rotorblätter ziehen. Ja, die letzten Tage war ja gut. Da haben sie wahrscheinlich alle Blätter an ein, zwei Tagen montiert. Der Kran ist noch am Stück, gerade erst runtergeklappt. Also die Anlage steht wahrscheinlich erst, ja, ein paar Tage. Wahnsinn, dieses Teil. Ja, die zweite Anlage steht hier drüben. Da steht auch schon der Turm. Und die anderen Komponenten sind auch schon da. Da liegen die Rotorblätter. Mann, sind das lange Latschen, ey. Wahnsinn. Ja, und hier liegt das Maschinenhaus. Da sieht man es. Landwind, der Projektierer. Sieht cool aus. Ja, Wetter etwas trüb heute, aber immerhin regnet es nicht. Kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal näher ranfahren und mir das Monster mal aus der Nähe anschauen. So, jetzt stehe ich nochmal hier in der Nähe von der fertigen Anlage. Und hier sieht man sie jetzt in voller Größe. So ein Gigant, Wahnsinn. Schaut euch diese langen Rotorblätter an. Der Hammer, ey. Also da sieht man nochmal einen deutlichen Unterschied zur N149. Also die sind echt deutlich länger nochmal. Wahnsinn, ey. Ja, die Gondel von der Delta 4000, die finde ich echt super. Einfach komplett in Rot. Und dann ja, mit dem weißen Logo des Projektierers, sieht richtig cool aus. Und dann die dicke Narbe vorne dran, richtig geil. Ja, Turm müsste der gleiche sein wie für die N149, die ich jetzt schon öfters gefilmt habe. In Gielert oder in Pretzfeld, auch typischer Max-Bögel-Turm. Ja, die Baustelle sieht ziemlich verlassen aus. Ich weiß nicht, was da los ist, ob die alle schon in der Osterpause sind. Haben die Anlage vielleicht noch vor Ostern schnell fertiggestellt, dass sie in Osterurlaub können. Weil hier ist nichts los, also da ist alles ziemlich verwaist. Der Kran ist auch noch ja, komplett zusammengebaut, einfach so runtergeklappt. Ja, normalerweise hätten sie den wahrscheinlich jetzt schon angefangen auseinanderzubauen. Naja, dann geht es hier nach Ostern wahrscheinlich weiter. Nach Ostern wird das Wetter ja auch ziemlich gut, sagt der Wetterbericht. Und ja, dann wird die zweite Anlage nach Ostern errichtet. Kommt der zweite Gigant hierher.
Aber ich muss sagen, die Anlagen stehen relativ nah beieinander. Also für solche großen Anlagen so ein geringer Abstand. Aber es wird wohl reichen von der Standsicherheit. Ja, war das Flurstück wahrscheinlich relativ klein. Hat man sie gerade an die Grenze gestellt. Naja, wird schon passen. Ja, ich werde jetzt gleich auch mal mit der Drohne hochgehen. Mal von oben anschauen. Und mal gucken, ob ich an die andere Anlage noch ein bisschen näher rankomme. So, ich bin jetzt hier nochmal auf der anderen Seite. Die Lerchen geben echt ihr Bestes wieder heute. Echt ein reines Zwitscherkonzert. Aber es ist ja auch echt erfreulich. Sie sind ja auch ja, sehr bedroht auf der roten Liste aufgrund der ja, industriellen Landwirtschaft. Sieht man relativ selten noch. Also sind auch echt stark zurückgegangen im Bestand. Mit den ganzen ja, Monokulturen und Pestiziden und dem ganzen Scheiß. Und deshalb gibt es auch keine Insekten mehr und deshalb auch weniger Lerchen. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich irgendwo hier auf einer Windradbaustelle bin und die Lerchen zwitschern höre. Ja, hier hinten sieht man jetzt nochmal die zweite Anlage. Ich dachte eigentlich, dass da oben im Turm jemand drin sitzt, aber hier ist heute echt überhaupt nichts los. Also ich glaube, die sind schon alle in Osterpause. Bis auf Security ist heute hier echt niemand da. Da sieht man noch mal die langen Latschen. Das ist schon echt Wahnsinn. Ich finde das auch so krass, wie die sich in der Mitte durchbiegen. Da sieht man es richtig schön. Die Blattspitzen liegen ein bisschen höher und dann biegen sie sich richtig schön durch. Andere Komponenten sind auch alle da. Hier sieht man auch den Kran nochmal schön in voller Länge. Ist auch echt ein Riesenteil. Den würde ich gern mal aufrecht sehen. Aber ich nehme an, dass das ja, wahrscheinlich der gleiche Kran ist wie für E138 zum Beispiel. Die haben ja eine ähnliche Höhe. Hier bei der Anlage ist das Stahlsegment wahrscheinlich ein bisschen höher. Ja, aus der Entfernung sieht man die Rotorblätter. Die Dimension der Rotorblätter, wie lang die sind, nochmal viel, viel besser, als wenn man direkt drunter steht. Lichtverhältnisse sind heute leider jetzt nicht so gut, ist ein bisschen wolkig, aber ja, schon echt gigantisch, die Rotorblätter. Also die gehen auch echt über den Übergang von Stahlsegment zu Beton hinaus. Bei der N149 sind sie, glaube ich, knapp darüber, aber hier sind sie echt ja, über dem Betonsegment. Echt geil, die Delta 4000. Ja, mit der Drohne war ich gerade eben oben. Also von oben sieht alles noch mal geiler aus. Also richtig coole Bilder gemacht. Folgenden im Anschluss. Ja, hier sieht man auch noch mal, wie nah die Anlagen eigentlich beieinander stehen. Da ist echt nicht viel Platz. Paar hundert Meter. Haben sie wahrscheinlich gerade an die Grenze des Flurstücks gestellt. Naja, also ich nehme mal an, Hauptwindrichtung ist hier Westen. Wenn sie nebeneinander in der Hauptwindrichtung stehen, dann geht es ja. Voreinander wäre natürlich schlimmer, dann hat man größere Abschattung. Aber wenn sie nebeneinander stehen, dann geht es eigentlich. Ja, ich werde jetzt mal noch zur anderen Anlage dahin laufen und mal gucken, ob ich näher rankomme. Direkt hinlaufen kann ich wahrscheinlich nicht, wegen ja, Alarmanlage, aber ich versuche mal noch ein bisschen näher ranzukommen. So, jetzt stehe ich hier auf der anderen Seite. Jetzt zeigt sich zum Glück auch mal ein bisschen die Sonne. Ja, hier kommt man relativ nah an die andere Baustelle ran. Da sieht man jetzt nochmal schön die einzelnen Komponenten. Schaut euch diese langen Latschen an. Wahnsinn. Richtig krass. Hier die Gondel. Gefällt mir richtig gut. Also von den Typen, die jetzt so auf dem Markt sind, muss ich sagen,
gefällt mir die Gondel der Nordex Delta 4000 echt am besten. Sorry, ist gerade ein bisschen laut, hinten dran ist direkt die Straße. Ja, hinten dran liegt die dicke Narbe. Ich habe irgendwo mal die Abmessungen gesehen. Also die Narbe ist sogar ein bisschen höher als das Maschinenhaus sogar. Ja, und hier sieht man jetzt nochmal schön die andere Anlage. Einfach nur gigantisch. Die Rotorblätter sind auch so richtig schön schlank. Finde ich richtig cool. Wind hat auch ein bisschen aufgefrischt. Anlage trudelt schon so ein bisschen vor sich hin. Ja, viel mehr gibt es ja nicht zu berichten von hier. Sind ja nur zwei Anlagen, zweimal der gleiche Typ. Aber ich hoffe, es hat dennoch gefallen. Anschluss natürlich immer ein Drohnenvideo. Das sind echt schöne Aufnahmen geworden. Viel Spaß damit. Ja, und ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum nächsten Windpark. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Macht's gut. Halt die Ohren steif und bis bald.